Karl Nehammer haben wir jetzt auch den Innenminister hier bei uns beim Ball der Offiziere. Herzlich willkommen. Ist das der erste Besuch beim Ball? Nein, das ist er nicht. Ich war ja Milizoffizier und war ganz oft hier bei diesem wunderbaren Ball. Heute darf ich zum ersten Mal als Innenminister da sein und es ist eine besondere Freude. Lassen Sie uns auch ein paar Takte über den Ball an sich reden. Ist der Karl Nehammer auch ein Tänzer? Mäßig, aber es ist umso schöner, wenn man sieht, wie alle sich amüsieren. Man kann das genauso mitgenießen und ich freue mich einfach, hier zu sein. Das Coole an diesem Ball ist, ich darf auch schon seit vielen Jahren jetzt dabei sein, es wird immer international, immer mehr ausländische Militärs kommen auch daher, also Offiziere aus allen Herren Ländern sind da, das macht es schon sehr bunt. Der Offiziersball hat eine ganz hohe Tradition und er zeigt die Verbundenheit zum österreichischen Bundesheer und ich freue mich als Innenminister auch heute hier zu sein, weil es eine ganz enge Partnerschaft gibt zwischen der Polizei und dem österreichischen Bundesheer, um für die Sicherheit für Österreich zu sorgen. Dann sage ich Dankeschön und eine schöne Ballnacht. Danke.